Ja, ihr Lieben, kurz vor 11:30 ist es. Gerade noch am 17. April. Ja. Und mir beliebte es so, heute doch gleich mal wieder ein Video zu machen. Es geht eigentlich um diese Hefte. Also ich habe nicht nur zwei davon. Nein, viele, viele. Und viele sind auch schon voll. Die Frage ist natürlich, was da wirklich für eine Qualität drinsteht in diesen Heften. Ja. Naja, wir werden uns noch überraschen lassen. Ach so, da will ich ja noch jemanden zeigen heute. Das bin ich ganz alleine. Ja, schaut mal, wer da ist. Na, zeig dich mal, Franz Josef. Kuckuck. Ja, der Kaiser Franz Josef. Der Erste. Ja. Das Leiberl habe ich von einem lieben alten Freund, der so zwischen Tschechien und Österreich hin und her lebt. Und der hat mir das entgegengebracht. Und in tschechischer Schrift, ja. Also ich kann das gar nicht lesen. Aber macht ja nichts. Kaffee habe ich schon getrunken, aber ich mache mir nachher noch einen in der Nacht, weil der Kaffee ist für mich zum Aufstehen und ist für mich zum Schlafen gehen. Ein Universalgetränk, ja. Aber was viel Wichtigeres habe ich euch zu sagen. Es gibt einen wunderbaren spirituellen Mann. Er macht Verschiedenes. Er ist Autor, er ist Coach. Kann gar nicht alles aufzählen, was der macht. Er lebt in der Schweiz, also ist Schweizer. Und ist der Bruno Württemberger. Ich bin fasziniert von ihm. Ich kenne ihn schon Jahre über. Er hat zum Glück auch mindestens einen Kanal. Und heute schaltete er sich bei mir mal wieder ein, in meinem Gerät, und das war fantastisch, was er da erzählt. Ich sag nur einen einzigen Gedanken, das war wahrscheinlich auch der Hauptgedanke des kurzen Videos von ihm, nämlich, dass spirituelle Menschen nicht so sehr auf Angelesenem ihr Leben aufbauen, nicht so sehr auf Theorie, sondern auf Erfahrungen. Und was er auch hinzufügte, was natürlich unwahrscheinlich realistisch ist, dass diese Leute auch nicht nur die positiven Erfahrungen, sondern auch die negativen mitnehmen müssen, natürlich auch, aber sie auch gerne mitnehmen in ihrem Leben. Die gehören dazu. Es gibt ja alles, egal wo und wie, in zwei gegenüberliegenden Varianten. Und ich erinnerte mich an den letzten Winter, wo ich bei meiner schönen Reise in den tiefen Osten mit viel Schnee nicht nur Angenehmes erlebte. Zum Beispiel über dem Hause von meiner Lenotschka stürmte es im Februar. Es stürmte und es donnerte da oben. Regen sowieso dazwischen und dann wieder Schnee
Und dann stürmte es wieder und dann blitzte es wieder. Das war nur wahrscheinliches Wetter. Ja, aber letztlich war das gar keine schlechte Erfahrung. Zuerst vielleicht, dachte man so. Aber nachher merkte ich, na, es war ja ganz, ganz prima. Das gehört dazu. Das ist die andere Seite vom Sonnenschein. Und nach etwa 3 Tagen, es hatte wieder weiter geschneit auch, eine dicke, dicke, dicke Schneedecke und wunderschöner blauer Himmel und die Sonne. Das sind die zwei Seiten. Also, es geht vor allem für die geistigen Leute um die Erfahrungen. Und ich hoffe, dass ich auch in meinem Werke vor allem Erfahrungen vorstelle. Ja, das gefällt mir heute gar nicht so recht. Ja, ihr müsst mal wieder gewaschen werden. Das letzte Mal habe ich in Russland die Haare gewaschen. Wir haben da, weil wir nicht nur in dem alten Landhaus sind, sondern wir haben auch immer mal so ein verwunschenes Schloss, in dem wir wohnen dürfen. So ganz in der Natur. Da schreien in der Nacht nur die Eulen und das heulen die Wölfe. Und dort ist eine Dusche in der Suite. So was habe ich nirgendwo erlebt. Nur dort. Die ist groß und der Boden ist mit kleinen Mosaiksteinchen. Wunderschön. Also Lenuschka und ich stehen dann zusammen da drin. Aber ich könnte da glatt noch mit 6 weiteren Frauen drin stehen. Entschuldigung, das muss die Lenuschka nicht hören. Aber es ist so, die ist wirklich so groß. Man fühlt sich nicht beengt wie in den meisten Duschen. Das sind ja schon halbe Särge hochgestellt, die normalen Duschen. Na, das mag ich nicht. Hoffentlich bin ich bald wieder dort, dass ich mir endlich wieder schön die Haare mache. So, und ums Buch soll es das nächste Mal gehen, ihr Lieben. Gute Nacht.